was bei meiner letzten Adventsaktion passiert, welche Rezensionen euch noch bevorstehen, was in Zukunft mit der Komiker geplant ist und das Allerwichtigste, die allergroße Rückblickshow und danach gibt es wie jedes Jahr die wichtigsten Keywords, mit denen der Komiker gefunden wird. Hier bleiben Flocklock! Ich begrüße euch recht herzlich hier beim zweiten Flocklock, dem Dezember Flocklock, dem allerletzten für dieses Jahr. Und wir sind pickepacke voll. Erstmal ziehe ich mein Jackett aus, Kenneth, weil auch im letzten Flocklock können wir doch noch ein bisschen locker aus der Hose atmen. Ja, wie im Teaser vorgespannt, wir fangen jetzt an, sofort in Medias Res zu gehen. Ein schön benutztes Ding, denn euch erwartet schon am Ende dieses Videos die große Keyword-Show. Und um euch einen kleinen Anreiz zu geben, was so für tolle Keywords auf euch warten, also Keywords sind die Suchbegriffe, die ihr eingegeben habt, um mich, den Komiker, zu finden, sind zum Beispiel so tolle Sachen wie ich erschieße mich oder Entschuldigung, ficken. Ja, viel mehr von diesen lustigen Eskapaden ganz zum Schluss in der Keywordliste des Jahres. Und wir blicken zusammen mit euch zurück auf 2014. Wenn meine Stimme etwas angeschlagen ist, tut es mir sehr leid. Es ist auf einmal gab es einen Switch-Schalter heute und dann hat sich so eine heisere Sache eingestellt. Vielleicht klinge ich auch einfach ein bisschen männlicher dadurch. Wir fangen aber erstmal mit den normalen Sachen an. Hier der kleine Hinweis, heute Abend gibt es den Advent, den letzten, mit einem großartigen, ich werde es jetzt schon mal ein bisschen auspacken, einem Film. Einem Film, den sich jeder Comic-Nerd mal angesehen haben sollte. Ob nur positiv oder negativ, das dürft ihr entscheiden, aber ich empfehle euch diesen Film heute Abend beim Advent. Geht es dann richtig zur Sache. Ich würde dabei sein, denn bis jetzt habt ihr super mitgemacht. Es waren viele Antworten, zum Beispiel bei Stille Nacht und auch ein bisschen kreative Sachen daran dabei. Da habe ich mich sehr gefreut und dass ihr auch so zahlreich mitgemacht habt, das freut mich echt sehr. Und damit auch genug der Werbung für die kommenden Sachen. Jetzt kommen wir noch zu meinen Plänen, was so an Rezensionen nochmal vorkommen wird. Wenn es jetzt wirklich noch dringend auf Weihnachten zugeht, dann hatte ich ja letztes Mal schon einen ziemlich großen Stapel angeführt, was ich gerne rezensieren will, aber ich habe es aufgrund dessen, dass ich ja jetzt noch eine Arbeitsstelle habe und da ein bisschen mehr Arbeit auf mich gewartet hat, nicht geschafft, alles durchzunehmen. Wir haben aber die Stille Nacht zum Beispiel durchgenommen, die ich euch nochmal ans Herz legen kann, weil ich den auch für sehr toll empfunden habe. Was ich noch für gut hielt für die etwas älteren Leute war das Barry Hoden. Das habe ich ja beim letzten Mal schon dargestellt. Habe ich das gerade spontan da? Bin ich spontan vorbereitet? Nein, ich mache immer nur die Kamera an und schmeiß mich sofort davor. Aber ich nehme noch einfach eins raus, was ich nicht empfehlen würde. Das wäre das hier. Das hatten wir schon mal. Die roten Ohren. Denn auch wenn es frivol aussieht und ihr denkt, wie bei meinem Möpse-Malbuch, hoch, das ist ja bestimmt etwas für Männer, die ein bisschen Spaß verstehen und ein paar geile Weiber in einem lustigen Gag verbraten sehen. Nicht bei rote Ohren. Nochmal der Hinweis. Aber Barry Hoden von Ralf König, der Neue, der handelt von dem Weltraum, von unserem alltäglichen Pärchen Konrad und Paul. Und Konrad, Paul Niemöser, ne, schöner klingender Name, der schreibt an einem Science-Fiction-Roman, der wiederum in diesem Buch vorgestellt wird. Und da treibt es sehr bunt, weil dieser Paul ja auch der sexsüchtige Teil von dem schwulen Pärchen Konrad und Paul ist. Muss man einfach mal so sagen. Dann habe ich immer noch, und das steht direkt neben mir, habe ich heimliche Blicke. Ich nehme mal jetzt den Zweierband raus. Das ist dann auch wieder eher was für die älteren erwachsenen Manga-Leser. Denn das ist schon eine Art Hentai-Manga. Es geht hier im Endeffekt darum, ich werde diese Reihe auch nochmal näher empfehlen, aber für alle unter euch, die eher in Richtung Mangas stehen, empfehle ich heimliche Blicke. Denn es geht hier um zwei Studenten und die
Studentin kann den Studenten und wiederum andersrum durch ein Loch in der Wohnung beobachten. Beide wohnen nämlich nebeneinander. Und es kommt nachher zu so einem, so ein paar Wendungen, bei denen dann rauskommt, dass der Student nicht erzählen darf, dass da ein Loch in der Wand ist. Und dann haben die so eine geheime Spannerbeziehung. Und die trägt sich mittlerweile auch schon über 10 Ausgaben. Kann ich in dem Fall auch nur sehr empfehlen. Das war jetzt was vom Manga, das war jetzt was aus der Comic-Review und alles etwas erotisch angehaucht, ich weiß, aber das waren halt auch gute Comics. Aber ich hatte dieses Jahr auch noch einmal aus der Graphic Novel-Reihe Visivik, darüber hatten wir auch schon gesprochen, über den jugendlichen Hacker von Ed Piskor gezeichnet, der, ja, der mit in den 70er Jahren noch Telefontricks und Internet-Einwahl, Mailboxen, sich versucht in ziemlich viele Dinge reinzuhacken, aber trotzdem wahrscheinlich nachher gefangen genommen wird und sehr anschaulich erzählt. Und ansonsten habe ich auch noch, ich liebe es ja, wenn ich zur Seite gucken darf und nicht auf Anhieb das finde, was ich euch nochmal zeigen wollte. König des Mars hatte ich ja bei den Comic-Cookies vorgestellt. Ansonsten meine Rezension zu dem Thema bipolare Depression, ne, oder bipolare Schwankungen kann ich auch nochmal dazu empfehlen. Diese sehr eingehende Biografie, dazu schicke ich dann, zu stelle ich auch gleich, glaube ich, nochmal einen Link hier drunter. Das könnte man auch nochmal für jemanden, der etwas Belesenes aus dem Graphic Novel Bereich haben will. Aber das so als Empfehlung für Weihnachten, damit ihr nochmal sagen könnt, hey, jetzt habe ich auch noch was aus dieser Sache hier mitgenommen. Ich habe noch etwas zu den Sachen, die ich in Zukunft geplant habe. Ich habe mir letztes Mal gesagt, ich würde gerne Recaps von The Walking Dead machen. Das Problem ist, Walking Dead ist jetzt in der Mid-Season-Finale, also die Hälfte der Staffel ist durch. Und jetzt macht es für mich wenig Sinn, jetzt noch bei den jetzigen Folgen so ein ganzen Rückblick nochmal zu schaffen und habe auch noch nicht alles geschafft aus Zeitgründen. Deswegen erstmal was nach hinten geschoben und ich werde auch versuchen, außerhalb der Comic-Themen mich vielleicht nochmal an Let's Plays zu versuchen. Ich will es nochmal probieren. Ich habe es ja einmal zu Hearthstone auf meinem YouTube-Kanal welche gemacht und zu The Wolf Among Us. Sind so semi-gut angekommen. Da will ich dann einfach mal gucken, ob ich vielleicht etwas finde, was mehr so auch vielleicht in Richtung die Comic-Leute so ein bisschen. Ich hatte schon auch über Game of Thrones überlegt, im Steam-Sale oder im Steam irgendwann mal mir das zu holen. Hab mir jetzt aber gerade neu gekauft und da weiß ich, dass ich den ein bisschen hinterherhänge. StarCraft 2, Heart of the Swarm. Mit der guten alten Kerrigan. Ich weiß, da hänge ich sehr hinterher, weil es kommt ja jetzt schon der nächste StarCraft-Teil raus, aber ich hatte gewartet, bis es relativ günstig ist und spiele mir erstmal das durch und vielleicht kann ich ja dazu noch etwas sagen, wer es dann halt ein bisschen günstiger haben möchte. Ich versuche auch mehr Film- und Hörspielteile mit reinzunehmen, denn außerhalb der Comics gibt es auch nochmal groß und viele Themen, die man abdecken könnte und ja, wenn mir etwas gefällt, dann möchte ich das auch nicht vorenthalten. Aber genau das ist es jetzt gerade. Es geht ja viel um Comics bei der Komik, sonst würden wir auch nicht so heißen. Ich habe mit einem guten Bekannten, dem Steffen, ein Geheimprojekt vor. Also Freunde, ihr werdet mich also nicht nur auf der Komiker finden, sondern bald auch noch woanders. Mehr Infos liefere ich euch trotzdem hier auf meinem Kanal, denn gibt es auch was für die Ohren. Aber damit sind wir auch schon bei dem wichtigsten Kernpunkt hier bei dieser Ausgabe des Flocklock, denn eigentlich möchte ich mit euch ein kleines bisschen feiern, ja, denn ich möchte mit euch zurückgucken. Was ist in diesem Jahr gut gelaufen? Wo haben was was haben wir was habt ihr euch gerne angeguckt? Vielleicht auch, was wollt ihr mehr? Ich würde mich freuen über Kommentare und Anregungen. Hat euch vielleicht zum Beispiel der Advent gefallen? Habt ihr davon überhaupt was mitbekommen? Habe ich manchmal das Gefühl. Ja, was war in 2014? Also in 2014 jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Erst in diesem Jahr habe ich mir überlegt, ja, lange Zeit auf Blogspot rumgehangen, immer nur Texte reingetippt. Bin ich dieses Jahr ungefähr im März, April auf WordPress umgezogen. Mit Kauf von der eigenen Domain, der komiker.de. Und alles aus Gründen, weil ich mir gedacht habe, hab ich mehr ein bisschen mehr Individualität, auch in
Ja, in Sachen Text und in Sachen Design. Und Design seht ihr ja auch schon selber. Ich benutze immer noch das Standard-Theme, WordPress-Theme 14. Habe auch fast überhaupt nichts dran geändert. Einfach weil ich so eine faule Socke bin. Aber mir ist wichtiger, dass ich euch interessante Inhalte bieten kann, bevor ich mir halt eine schöne Verpackung habe. Und ne, schöne Verpackung haben wir ja. Naja, auf jeden Fall, das ist dann der große Umzug gewesen. Und ja, ich habe auch immer gemerkt, wie die Sachen, die ich mache, auch immer mehr Leute finden. Und das hat mich auf jeden Fall in diesem Jahr echt gefreut. Und ich versuche jetzt auch mal diesen ganzen Support mich driss mal wegzuschieben, weil ich habe mit meiner Kollegin Apple Pia gesprochen und als sie den letzten Vlog gesehen hat, hat sie sowas gesagt wie: Hör auf, so viel zu erwähnen, dass du dir irgendwas mit Amazon-Links oder so einen Scheiß haben willst. Ja, habe ich damit jetzt indirekt nochmal gemacht, aber sonst, wenn ihr was gut findet, dann teilt ihr es. Macht's doch einfach, ne? Wie ich in meinem Motto von meinem YouTube-Kanal und von hier auch mal sage. Wenn das euch gefällt, geht's weiter. Ich zwing keinen. Du teilst das jetzt. Ja, ich habe viele Sachen gemacht dieses Jahr und ich habe auch den YouTube-Channel auch erst vor ein paar Monaten gestartet. Es sind aber auch schon insgesamt über 30 Videos zusammengekommen, wo ich halt ausgetestet habe, was läuft gut. Let's Plays, ja, okay, gab es wenig Leute, die es sich angeguckt haben. Dann gab es meine Let's Reads, die hat man leider gesehen, wo haben nachher immer weniger Leute zugeguckt und habe so ein bisschen für mich allein vor mich hingelesen. Ob das dann halt auch weiter fortgeführt wird mit meinem Jugendroman, würde ich mir dann noch überlegen. Das steht dann noch in den Sternen. Also das finden Sie jetzt fanatische Let's Read-Fans, dann meldet euch bei mir, Info at der Komiker, dann überlegen wir uns zusammen mal, wie ich euch vielleicht sowas vorlesen kann. Ja. Und ich fange einfach mal an, jetzt eine Top 5 der beliebtesten Blogbeiträge aus diesem Jahr 2014 zusammenzustellen. Und da können wir dann auch so anhand ein bisschen gucken, was ich so für einen Blödsinn dieses Jahr gemacht habe. Da wäre zum Beispiel, der erste Blogeintrag wäre: Mime, 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 ich einfach unverbesserlich 2. Die Rezension zum gleichnamigen Kinofilm. Das Schlimme ist, es ist nicht der Blog-Eintrag, der hier in irgendeiner Form viel Besuch hat. Nein. Es ist eine Sache, die mich relativ nervt. Und wenn ihr das jetzt guckt, dann dürft ihr auch gerne mitgoogeln. Wenn ihr eingibt Minions Augen, dann habe ich für meinen Minions-Beitrag habe ich mir Minions Augen anstatt meiner normalen Brille drauf gepappt. Und dieses sehr launig zusammengewürfelte Konstrukt eines Bildes ist immer auf Platz 1 seitdem in der Bildersuche wegen Minions Augen. Ja, schön. Man schreibt sich so einen riesigen Artikelwund, ne, überlegt sich schöne, lustige Wortspiele und das Einzige, was gefunden wird, ist: Ich mit den billigen Augen drauf. Aber gut, darüber haben Leute auch den Weg zu mir gefunden. Es waren mindestens 225 Leute, die bis jetzt dadurch den Blogartikel aufgerufen haben, schrägstrich sich das Bild angeguckt haben und was auch immer sie mit diesem Bild vorgehabt haben. Guck kurz mal, ob das Video läuft. Es läuft. Super. Auf Platz 2 kommt dann auch schon eine Verpflichtung dieses Jahr, die ich versprochen habe. Denn, was heißt versprochen habe? Das klingt so, als hätte ich irgendwas versprochen. Nein, ich habe nämlich die Jungs von Neuronale angeschrieben, als ich den Spiegelartikel dazu gelesen habe. Und habe gefragt, ob ich mal von dem Neuronale Tee, ich kann Ihnen wieder mal zeigen, damit ihr das nochmal seht, kurze Schleichwerbung, Neuronale, Think Drink, habe ich ja eine lange Videorezension gemacht, Qualität sei jetzt mal dahingestellt. Aber der Blog-Eintrag, den finde ich sehr gut, ist einer meiner ersten Produktrezensionen, die ich auf eigene Verantwortung gemacht habe und selber nachgefragt habe. Und ist die Top 4 bei unseren Sachen und das ist nämlich der Artikel Naja-Nade oder Neuronade, die Gedächtnislimo im Test. Und anhand dessen wird auch schon wieder klar, wie kreativ ich bei Überschriften bin. Wer also nach Neuronade sucht, der wird auch relativ schnell meinen Blogeintrag oben mitfinden. Und das freut mich, weil ich stehe manchmal gerne auch über ProSieben und Sat.1 und das kitzelt dann doch das Ego ein bisschen. Tja. Danach kommt wieder derselbe Fall, wie wir es schon bei Mime, Mime, Mime hatten.
ich einfach unverbesserlich 2. Denn bei dem nächsten, da geht es wieder um Bilder. Und wenn ich den Titel vorlese, könnt ihr euch fast vorstellen, um was für Bilder es geht. Der Titel dieses Dings lautet nämlich Erotisch wie Knäckebrot. Rote Ohren-Rezension. Da ich das gerade ja schon rausgeholt hatte, ging es um dieses hübsche Machwerk. Und ich habe auch direkt hier dieses Bild dabei. Ich habe dieses Bild genommen, dieses Cover, hatte es fotografiert und habe dann, ich hoffe, es ist mit drin, habe dann einfach Balken drüber gesetzt an den Stellen, wo ich gedacht habe, könnte ein bisschen zu heiß sein für unsere Leser, und habe immer drüber geschrieben, zu sexy, zu billig, sonst irgendwas. Und dieses Bild ist ebenfalls bei der Bildersuche von Google relativ oben mit dabei und spricht natürlich auch die komplizierten männlichen Mechanismen und Instinkte von einem selber an, natürlich. Warum ihr jetzt, liebe Leute, da draufklickt, das müsst ihr wissen. Also, das Stichwort dazu war übrigens rote Ohren. Wer rote Ohren sucht, der findet schnell ein Bild. Ja, danach kommt eine Sache, wo ich das erste Mal veranstaltungsmäßig unterwegs war, um etwas von außerhalb für den Blog zu machen, denn ich habe mich reingetraut in aufgezeichnet TV mit Hella von Sinn, einer meiner persönlichen Lieblings-TV-Gesichter von Alles Nichts oder bis Genial Leben verehre ich Hella von Sinn. Super. Hella von Sinn ist auch sehr in der Comic-Szene bekannt, deswegen passt das ja auch so gut zusammen. Und da hat sich diese Rezension, meine Eindrücke über dieses aufgezeichnete TV mit Hella von Sinn, hat sich auf den Platz 2 geschummelt mit 478 Aufrufen vor 418 Aufrufen. Also 478 Leute haben sich wirklich für meinen Erfahrungsbericht zu aufgezeichnete TV von Hella von Sinn interessiert. Und das ehrt mich, das zeigt auch wenn der Artikel, weiß ich nicht, ich müsste ihn mir nochmal anschauen, vielleicht an manchen Stellen ein bisschen schwächer sein könnte, keine Ahnung, dass auch Erfahrungsberichte laufen können. Es muss ja nicht immer nur das Bild von irgendeiner Frau sein, wie bei Rote Ohren. Es kann auch mal ein aufgezeichnetes TV sein. Ja. Und jetzt kommt es. Platz 1, Spannung. Platz 1 verfolgt mich jetzt, seitdem es stattgefunden hat, jeden einzelnen Tag. Denn es vergeht keinen einzigen Tag, an dem es nicht irgendjemand da draußen gibt, der nach folgenden Sachen sucht. Peter Quill. Peter Quills Vater. Wer ist Peter Quill? Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist denn Peter Quill? Oder wer ist der Vater in einem ganz bestimmten Film? Und wenn ich jetzt den Titel des Films sage, dann wird euch sofort wie Schuppen von den Augen fallen. Dann wird euch wie Cerumen aus den Ohren fallen. Guardians of the Galaxy. Mein Klingelton auf meinem Handy, wenn jemand anruft. Mein persönlich verehrter Film. Besser als Star Wars. Ich sage es hier einfach nochmal. Lasst das erstmal klingen, euch Nerds hier unten da draußen. Besser als Star Wars. Das sage ich jetzt auch nochmal, damit ihr es versteht. Mich kotzt es an, dass alle Leute alles mit Star Wars im Science-Fiction-Bereich verbunden, weil einfach Star Wars das Nonplusultra sein soll. Und ich bin froh, dass es so einen Film gibt wie Guardians of the Galaxy, der einfach so gut ist. Ich fand den so gut, dass er einfach Star Wars meiner Meinung nach überrundet hat. Punkt. Oder soll ich als Gegenbeweis sagen, Episode 1 bis 3? Jetzt bringe ich die beiden Sachen zusammen. Guardians of the Galaxy und Peter Quill. Warum wird Peter Quill, was hat das mit Guardians of the Galaxy zu tun? In meinem Blogbeitrag habe ich geschrieben, dass in dem Comic der Vater von den Guardians of the Galaxies erwähnt wird. Der heißt nämlich der Vater von Peter Quill. Also, ne, ich muss jetzt gerade zugeben, ich weiß gerade den Namen auch nicht mehr, aber Peter Quill war ja der, die Hauptrolle sozusagen in dem Guardians of the Galaxy, ne, Stardust, ne, Peter Quill. Und der Vater davon wird in dem Comic erwähnt, aber nicht in dem Kinofilm. In dem Kinofilm gibt es dann so Szenen, wo drin erwähnt wird, dass es den Vater gibt. Und alle Leute, die sich den Film angeguckt haben, sind dann wohl, so spekuliere ich, dann drauf gekommen, such mal nach dem Vater von Peter Quill. Und ich habe halt die Formulierung Vater von Peter Quill, habe ich da drin. Und deswegen stehe ich bei Guardians of the Galaxy, Peter Quill, Vater von Peter Quill, stehe ich immer ganz oben.
Und das resultiert dadurch, dass ich mit diesem Blogartikel in diesem Jahr, und der Artikel ist ja, glaube ich, erst in der zweiten Jahreshälfte erschienen, schon 1661 Aufrufe gehabt habe. Und jeden Tag gibt es immer jemanden. Guardians of the Galaxy ist mein meistgesuchter Beitrag. Und das zeigt mir auch, das gibt auch so wieder, mir liegt an Guardians of the Galaxy viel. Und vielleicht merkt man das ja auch einfach in der Videorezension und auch in dem Blogbeitrag. Hat geklappt bei dem Blog-Eintrag. Finde ich gut. Jetzt war es das zu den Blog-Einträgen. Kann ich ja auch bei den Blog-Einträgen immer ein bisschen schlecht darstellen. Kurzer Trunk, Trinkpause. Dann kann ich ja bei den Blog-Sachen schlecht euch den Artikel einfach hindern und sagen, ihr guckt jetzt mal den Artikel. Aber bei den Videosachen kann ich euch ja immer kurze Einspieler dazu geben, damit ihr nochmal das Video kennenlernt. Denn, ja, jetzt kommen wir nämlich zu den Top 5 der Videos. Im Rückblick des Komikers 2014 Videos. Und dann fange ich an mit ja, einem Video, in dem ich ziemlich viel Zeit reingesteckt habe. Ich habe dafür einen Tag lang Texte geschrieben. Ja, nicht einen Tag Texte geschrieben, ich habe einen Text drunter geschrieben, dafür habe ich auch so einen halben Tag gebraucht. Ich habe einen Tag lang den einstudiert, plus die Musik. Und dann bin ich einen Tag lang in meiner Wohnung rumgelaufen, um dieses Lied zu singen. Ihr habt es langsam gemerkt, es geht hier um ein ganz bestimmtes Lied, das ich vor gerappt habe. Also ich habe gerappt und es geht hier natürlich um die Hellboy-Rap-Rezension. Vor Happy End hast du nie Moe verpennt. Die Alte, sie droht, sie will deinen Tod, sie greift mit Lust. Also das Video Hellboy-Rap, Hellboy 13 Comic-Rezension ist mit 66 Aufrufen und da würde ich mir wünschen, dass es noch ein paar mehr gibt, weil ich habe ziemlich viel in dieses Video reingesteckt. Das ist das Video, das jetzt schon 66 Mal geklickt worden ist. Also das ist das, wo die Rezension mit dabei ist. Es gab ja noch ein Einzelvideo, da sind ein bisschen weniger Aufrufe drauf, wo nur der Rap mit drauf ist. Und von den Videos, die ich bis jetzt gemacht habe, wahrscheinlich wirklich immer noch eines der aufwendigsten. Und ich bin immer noch froh, dass es immer noch unter den Top 5 der Videos des Jahres 2014 ist. Und ich möchte nur kurz zitieren... Pancakes. Direkt auf Platz 4 kommt direkt danach im Anschluss. Schöne Geschichte. Ich hatte euch ja vorhin von Neuronale erzählt, bei dem ich selber nachgefragt habe, ob ich ein Päckchen haben könnte von dem Gedächtnistee. Bei dieser Rezension, auch bei dieser Videorezension, war es so, dass ich hier angefragt worden. Und eines Tages kam eine E-Mail von einer Verlagsfrau von Dumont und hat gefragt, ob ich den Stille Nachtband, den ich ja auch beim Advent verlost habe oder noch im Moment verlose, wenn das Video rauskommt und wir haben Glück, dann ist es das jetzt immer noch, dann ist es auf jeden Fall so, dass Stille Nacht ohne Worte der erste Comic ist, den man mir gratis zugeschickt hat als Rezensionsexemplar. Und ich bin da auch ganz ehrlich, ich hatte vor, es auseinanderzunehmen und das Problem war, der Comic war eigentlich sehr gut und passt auch vor allem thematisch gut in die Weihnachtszeit. Und was das Krasse an der Rezension ist, der Videorezension ist, ich habe einfach mal die Fresse gehalten. Und dadurch, dass ich die Fresse gehalten habe, hat das so vielen Leuten gefallen, dass ich die Fresse halte, dass 81 Leute sich Stille Nacht ohne Worte, die Rezension ohne Worte, in der spreche ich halt auch kein einziges Wort. Das hat vielen Leuten ziemlich gefallen. Es hat sogar dem Autoren Frank Flöckmann so gut gefallen, dass er es ein bisschen geteilt hat. Der Dumont Verlag hat es auch geteilt. Und da bin ich auch sehr dankbar und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, dass das so weiter verteilt worden ist. 81 Aufrufe, das kann sich definitiv sehen lassen. Also für Comic-Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich auch echt stolz drauf. Und danke, dass ihr euch das so zahlreich angeguckt habt. Auch wenn es da nichts zu hören gab. Direkt im Anschluss, das Handy ich schnell ab, das habe ich schon im Blogbeitrag drüber gesprochen. Da ging es um Neuronale.
In Deutschland hergestellt, federleicht überall zur Hand, ja, das werden wir gleich sehen. Und hier dann auch von Professor. Und hier ist einfach das Video von dem Produkttest, das habe ich nochmal hier auf dem dritten Platz gelandet mit 91 Aufrufen, da habe ich jetzt in der Blog-Top schon alles zugesagt. Deswegen springe ich auch direkt weiter zum zweiten Platz. Der zweite Platz beinhaltet das Ende von etwas, das Ende von einer guten Comedy-Serie, die da geendet ist, und auch da habe ich wieder ein bisschen Aufwand reingesteckt. Mir gefällt es echt, dass wenn ich ein bisschen Späßchen bei dem Video mache, dass das dann auch noch wieder so ein bisschen zurückkommt, also so ein bisschen zurückgegeben wird, denn in diesem Video habe ich nicht nur mich gesprochen als den Vater, sondern auch noch meine zwei Kinder, und hier ist von nichts anderem die Rede als How I Met Your Mother, die Serienrezension, das Finale. Traditionsbeispiel ein, euer Vater, als er noch jung war. Ja, lange ist es. Ey, das ist voll alt, ey. Als euer Vater noch jung war, hat er sich Lost angetan. Und in der Rezension habe ich, erstmal habe ich da relativ gut ausgesehen, weil ich halt immer etwas ungepflegt aus. Auf den Videos habe ich dann mittlerweile das Gefühl, und vor allem der Hintergrund ist meistens etwas ungepflegt. Aber so ist das halt bei uns Nerds, wir sind halt voll nerdy. Auf jeden Fall, das haben sich 141 Leute bis jetzt angeguckt. Und mir wurde heute auch noch gesagt, es wäre sehr lustig gewesen, diese Rezension mit den zwei Kindern. Ich muss sagen, ich fand es halt mega creepy, und ich habe gedacht, boah, eigentlich ist es schon peinlich, was zu zeigen. Aber ich habe dann mein Sofa benutzt und habe dann Hälfte des Bildes mit dem einen Kind und Hälfte des Bildes mit dem anderen Kind zugesetzt, und beide Kinder habe ich halt auch gespielt. Einmal das dicke Mädchen und einmal den dicken Jungen. Eigentlich kann ich immer nur dicke Charaktere spielen. Und halt den älteren Vater, der seinen Kindern halt versucht, irgendwas zu erklären. Das haben sich 141 Leute angeguckt. Und aber mit großem Abstand, sehr großem Abstand, kommt jetzt das Video, was seitdem ich den YouTube-Channel erstellt habe, am allermeisten geklickt worden ist und angeguckt worden ist. Es handelt sich hierbei um einen Manga. In diesem Thumbnail, das ist das kleine Bild, was ihr bei dem Video habt, wenn ihr da drüber stolpern solltet, sitze ich im Endeffekt, ist das Video so bearbeitet, das Bild dafür so bearbeitet, dass die Hände von mir so sind und unten unter dem Bereich steht zu sexy. Was hier wieder wohl ein Anreiz sein könnte, dass Leute draufgeklickt haben. Oder einfach, dass der Manga sehr gerne gesucht wird. Das ist nämlich die Geschichte von einer Verwechslung im Laden, und es geht hier um nichts anderes als die Manga-Rezension von In These Words. Um eine interessante Geschichte zu kriegen, ist das hier auch gut. Ich kenne natürlich keine anderen Boys Love Mangas. Ich lasse mich gerne überraschen, wenn es da noch weitere gute gibt, die man lesen kann. Den hier empfehle ich auf jeden Fall. In These Words ist ein Manga, in dem sich zwei Männer bekriegen. Einer ist Polizist, einer ist Mörder und muss das halt, ne, das Geständnis muss erzogen werden und so weiter und so fort. Und ich hatte nur damals nicht gesehen, dass es ein Boys Love Manga ist. Also da wird auch mal gern der Pimmelsche ausgepackt und dem anderen sein Pimmelsche ausgepackt. Das ist ja wunderbar beschrieben. Dieses Boys-Love-Thema hat mich erstmal sehr fertig gemacht. Das habe ich, glaube ich, in meiner Videorezension auch so ein bisschen rübergebracht. Und es handelte sich um meine allererste Rezension sozusagen. Und da habe ich dann den Teil, den ich mir zu Anfang gedacht habe, nämlich, dass sich der Polizist und der andere gegenüber sitzen und ich beide auch noch spiele und so ein bisschen Erotik-Touch dabei ist, das habe ich ganz ans Ende verfrachtet. Und ich bin immer noch froh, wenn ich mir die Statistiken angucke dazu, dass die Leute fast nie bis zum Ende durchgucken. Ich hoffe es jedenfalls. Denn mir war das richtig peinlich eigentlich. Ich habe gedacht, ich eröffne den Kanal mit einem Video und sitze einmal halbnackt da und einmal mit zensierbarem nackt da. Und denn, ihr hört schon ein bisschen an den Zettel. Ich muss jetzt viel vom Zettel mit ablesen. Ich habe, wie auch im letzten Jahr, mir mal angeguckt, wonach wird ich denn gesucht. Und im letzten Jahr war die Liste noch sehr viel kleiner, aber jetzt ist die Liste sehr weit angewachsen, und ja, willkommen bei der Keyword-Suche nach der Komiker. Ich werde es jetzt ein bisschen vorlesen und auch dazu bei einzelnen Sachen meine Kommentare abgeben. Vielleicht sitzen wir noch bis morgen früh hier dran. Wer weiß das schon?
Ich möchte aber schon mal als Vorab-Fazit rausziehen. Ihr seid alles kranke Schweine. Außer du. Dich habe ich gern. Denn als allererstes fängt es direkt mit etwas an, wo ich gedacht habe, so, was könnte man bei mir dazu gefunden haben? Denn das erste Suchwort, also was man oben in Google in Suchschlitz eingegeben hat, lautet 16 und nackt. Was sucht ihr das bei mir? Ich hab nichts zu dem Thema. Wohl aber zu dem nächsten Thema, Adipositas und Comic. Und Adipositas und Comic fällt mir nur zu ein, dass ich irgendwann mal wahrscheinlich dicke Frauen geschrieben habe oder dicke Hintern oder sonst was. Aber dieses Thema, diese Thematik wird nachher auch noch häufiger vorkommen. Vorkommen werden auch noch schöne, viele Sprüche. Denn lustigerweise hat man mich auch sehr spruchlastig gesucht. So, es gibt zum Beispiel die schöne Weisheit für den Tag. An manchen Tagen reichen zwei Mittelfinger nicht aus. Und jetzt wird's etwas frivoler. Arschlochtassen. Dann kommt jetzt etwas, was gerne bei mir gesucht wird. In Verbindung mit dem Suchwort nackt gibt es sehr viele Sachen. Ich gehe das übrigens jetzt alphabetisch durch, deswegen wird es jetzt euch vielleicht ein bisschen immer durcheinander vorkommen. Aber ja, hab keinen Bock gehabt, es anders zu sortieren. Avatar, der Herr der Elemente, nackt. Und dann nochmal Avatar, Herr der Elemente, nackt. Dann Banane, witzig. Und schließlich etwas, wo ich gedacht habe, das ist das Suchwort, das ich bitte unbedingt dazu gefunden werden möchte, ist Basti nackt. Schön. Ich hoffe, ich werde dazu sehr häufig gefunden. Ich muss das noch nachgoogeln. Dann Bastian Ludwig, das war, als ich dann damals bei aufgezeichnet TV dabei war. Dann kommt Batman nackt, beim Bumsen erwischt, beim Sex erwischt. Dann wieder eine schöne Sprachweisheit. Beste Freunde, sie wissen, wie verrückt du bist. Bester Orgasmus, und dann kommt das schöne Wort, sowas wie, na, läuft bei dir, kommt bei mir Bisten, also mit Bist und N, Bisten da. Schließlich eine sehr gerne bei mir gesuchtes Ding ist Brüste, Comic, Brüste nass, Comic erotisch, Comic Mittelfinger, Crossed, Comic Deutsch, okay, dann eine wichtige Frage. Ich hoffe, ich habe sie mit meinem Blog-Eintrag gut beantwortet. Darf ein Mädchen keine sexy Mangas zeichnen? Schließlich eine sehr schöne umschriebene Formulierung für Selbstbefriedigung, den Lachs buttern. Und dann müsst ihr bitte mir mal einfach sagen, wer ist Denise Duck? Denn bei mir soll es Denise Duck nackt oder Denise Duck Nacktbilder geben. Wer ist Denise Duck? Denise Duck? Wer ist Denise Duck? Ist das irgendeine von der Bahn abgekommene Tochter von Donald Duck, die wir einfach nicht kennen? Ne? Also nicht. Denise Duck hat sich schon mit 5 ausgezogen. Vergesst das. Dicke Frau Comic. Das kommt jetzt viel mit. Dicke Frauen Comic Bilder. Dicke Frauen Hintern. Und die Ente bleibt draußen. Die Simpsons haben Sex. Was? Nein! Dann etwas, worüber ich sehr lachen musste, als ich gelesen habe und habe mir gedacht, ja, könnte mir auch passieren. Du bist doch am Zombie vorbeigelaufen. Kannst du auch oft sagen, du bist doch am Zombie vorbeigelaufen? Du bist doch verrückt. Und dann wieder ein schöner Spruch, merkt ihn euch, Kinders. Du bist nicht interessant, darum sprich mit der Hand. Du bist verrückt. Du bist verrückt, aber ich mag dich. Und dann, du kannst nicht alle töten. Lustige Nackedei-Bilder, lustige Sex-Comics. So, jetzt geht's in Richtung Bereich Mangas zwischendurch. Aber erstmal kommt, manchmal komme ich mir vor wie in einem Asterix-Comic. Was wird die Antwort von meinem Blog sein? Dass du einen Hinkelstein auf den Kopf kriegst? Dann, Manga-Arsch, Manga-Pärchen, Manga-Szenen-Farbe, Manga-Sex-Szenen-Farbe, Manga-Tentakel, Manga-Vergewaltigt, Mangas haben Sex, Mangas nackt. Und dann geht's weiter bei etwas, was auch häufiger bei mir vorkommt, denn irgendwie finden das Leute interessant. Ich weiß, um welche Rezension es sich handelt, aber dann kommt bei mir Männer beim Kacken. Schließlich möchte man vielleicht auch Martina Hill nackt als nächstes sehen. Oder man wird einfach plumper, meine Möpse. Oder meine Tasten im Schrank. Das war dann auch die Graphic Novel, deren Titel mir vorhin nicht eingefallen ist.
Aber wenn man meine Möpse nicht gefunden hat, dann sucht man einfach nach meine Titten. Und wenn es dann etwas abwegiger werden sollte, dann wird es auch ziemlich abwegig. Erinnert euch vielleicht an die Bildschlagzeile Hund, Mensch beißt Hund. Bei mir ist es Mensch fickt Katze. Schließlich auch die Frage, möchtest du Sex mit mir, beantwortet auch mein Blog-Eintrag als was sonst. Mozzi Mabuse nackt, klar. Nacktbilder von Mozzi Mabuse natürlich nur bei mir zu finden. Und es geht dann weiter. Nackedei, ich finde schön, dass Nackedei irgendwo bei mir vorkommen. Nicht verdient, Nonnensex. Und auch wieder ein schöner Spruch. Nur ein Held fährt aufs Feld. Jetzt haben wir oben ja Titten und Möpse gesucht, aber vielleicht sind wir auch so doof und wir müssen die Sprachsteuerung benutzen. Dann passiert sowas wie da. Okay, Google, zeig mir Bilder von Möpsen. Sollten euch die Möpse aber nicht mehr so interessieren und ihr habt schon Männer beim Kacken gegoogelt, dann sucht doch einfach mal nach Oma kackt. Oma kackt. Die Oma kackt. Wie kommt denn Oma kackt bei mir zustande? Orgasmus-Comic, Orgasmus-Maschine, Orgasmus-Getränk. Für Lehrer, Eltern, Sprechtag-Comic. Dann wieder eine wichtige Frage. Es geht nicht, oder wichtige Feststellung. Es geht nicht darum, mit wem du Freitagnacht verbringst. Fette Frau kackt. Oma, die Männer und die fette Frau kackt. Die kacken alle zusammen und ich hab dazu Bilder. Nur bei mir. Fette Frau kackt. Fette Superhelden. Und schließlich, wenn man es einfach mal ein bisschen romantisch haben will, Ficken im Schrank. Oder Fiktion mit CK. Aber dafür gibt es ein Fleißsternchen. Und schließlich, ach, jetzt haben wir schon Oma, die Männer und die fette Frauen kacken. Da können wir auch einfach mal nach Frauenkacken suchen. Oder Frauen mit dicken Hintern. Vielleicht auch Frauen mit dicken Hintern, die kacken. Oder vielleicht auch bei Frauentausch nackt. Vielleicht sind die Frauen, die mit dicken Hintern bei Frauentausch nackt sind, auch am Kacken dabei. Such doch mal. Ich mach dann auf jeden Fall Freu, Jubel, Jubel. Was übrigens gleich nochmal nachher kommt mit Jubel, Jubel, Freu aus der Ren and Stimpy Show. Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst ist eins. Dann schließlich geköpft und dann hat man die Männer, die Oma, die Frauen, die dicken Frauen beim Kacken zuguckt, frage ich mich, welches Gesicht ziehe ich beim Kacken? Denn auch bei mir wird Gesicht beim Kacken gesucht. Wichtig auch meine Haushaltstipps für oder Tiertipps sind, gibt es Katzen, die klein bleiben? Oder unser Google-Typ hat ja keine Bilder von Möpsen gefunden, der sucht, Google, zeig mir Bilder von nackten Männern. Wenn es keine Möpse sind, dann eben nackte Männer. Und jetzt, aufpassen. Harter Stuhlgang. Was tun? Dün, dün, dün. Harter Stuhlgang. Was tun? Wir werden wieder etwas profaner. Hellboy Penis. Hirtenkostüm selber machen. Ho ho ho, bald komme ich. Hodencomic oder einfach mal für zwischendurch. Hop hop, Rinnenkopf. Paar nackt. Schließlich Penis gezeichnet. Penis noir. Finde ich übrigens sehr gut. Es gibt ja das Noir-Genre gibt es ja überall. Crime Noir, Noir. Und jetzt gibt's halt auch den Penis Noir. Das ist ein völlig abgefragter Penis in Schwarz-Weiß. Penis-Zeichentrick passt ja dann noch dazu. Schließlich gibt's auch Pfannkuchen backen. Dazu wurde ich auch mal gefunden. Aber da hat derjenige gedacht, nee, das Thema ist mir dann noch zu unspannend. Dann suche ich doch lieber nach Pfannkuchenbrüste. Ja, wie beim Domian halt der Mettbrüste-Mann. Ja, wir hatten ja vorhin mal den Penis erwähnt. Hier wird's dann etwas lustiger. Dann gibt's nämlich Pimmel anfassen. Pimmelparade und Pimmel reinstecken. In der Reihenfolge. Das ist der moderne Dreiklang für Pimmel. Anfassen, Parade, reinstecken. Anfassen, Parade, reinstecken. Schließlich noch etwas, was pinkelt. Pinkelnder Mops, pinkelnder Penis. Und Interesse an Pokémon? Dann bietet mein Blog auch sowas wie Pokémon Frau nackt. Pokémon haben Sex oder Pokémon mit Titten. Also mit Titten oder nackt kann man bei mir relativ gut so einen Generator erstellen.
Riesenorgasmus, riesige Möpse und Roboterskizze. Schließlich endet das alles doch sowieso in Rumgebumse oder in einem Saufen-Comic. Ja, und wenn man dann mal schon mal saufen war, kann man sagen, saufen macht frei. Schließlich könnt ihr alle mal die Scharnutze halten. Ja, Scharnutze ist ein Anagramm für Schnauze. Das liegt einfach daran, dass ich lange Zeit, und jetzt kommt ein Fun-Fact, bei der Komika geschrieben habe in der Beschreibung Comics frei nach Scharnutze. Was eher wie ein jüdischer Brauch klingt oder vielleicht für ein jüdisches Körperteil gehalten werden könnte, ist natürlich einfach nur Schnauze. Ich bin einfach nur zu doof zu tippen. Comics frei nach Scharnutze. Bei Google wird es auch öfters immer noch so gezeigt. Oder möglichst etwas schärfer. Scharfe Ärsche, scharfe Hasen, scharfe Lesben. Oder, Schatz, ich würde töten für dich. Dann kommen wir zu schokoladenverschmiertes Gesicht und schließlich auch der Frage, schönster Penis der Welt. Oder etwa Schweinepenis? Oder haben die Schweine etwa Sex? Schweinesex? Schwul, schwuler am schwulsten? Ja, da wollte unbedingt jemand mal schwul steigern in meinem Blog. Schwule Schweine oder schwuler König? Ja, diese Rezension ist wohl klar. Das läuft auf Barry Hoden hinaus. Schwuler Penis? Wo ich auch frage, so ein schwuler Penis sieht ja so ganz anders aus. Ist der ganz fluffig oder ist er aus Granit? Schwuler Penis? Schließlich haben wir auch die Frage, die Frau, die ja vorhin diesen harten Stuhlgang hat, oder der Mann, hat sich überlegt, dann suche ich eben nach seltsamem Stuhlgang. Also es war vorher ein harter Stuhlgang, jetzt ist er seltsam. Liebe Frau, lieber Mann, gehen Sie einfach mal zum Arzt. Sex bis zur Ohnmacht, Sex ein steifer Sommer, Sex erwischt, Sex jetzt, Sexmanga, Smiley erschießt sich. Ich hatte euch vorhin erzählt, welche Niederungen Menschen bei mir gesucht haben. Und es ist nicht nur so, dass man, dass ein Mensch eine Katze ficken kann, auch ein Hund kann das. Dein Hund fickt Katze. Und jetzt kommt's. Der Hund kann nicht nur die Katze ficken. Nein, jetzt kommt es. Wir haben vorher so oft kackt gehabt. Jetzt haben wir das erste Mal ein Tier, was keine Katze ist. Wie kann man diese Dinge am besten zusammen verwerten, indem man noch ein menschliches Individuum reinbringt? Indem man einfach sucht nach Hund kackt auf Baby. Hund kackt auf Baby. Was soll ich denn dazu schreiben? Ja, hier die neueste Comic-Rezension vom Komiker. Hund kackt auf Baby. Und wenn das Baby dann voll gekackt ist, dann kann man auch einfach mal lauthals rufen, ich bin in Scheiße getreten, Kevin. Auch bei mir. Das passt als nächstes. Ich erschieße mich. Ich hoffe, ihr sterbt alle an eurem widerlichen Charakter. Ich kill dich. Ich läche, weil du mein Bruder bist. Ich werde dich töten. Und schließlich habe ich dann bei dem ganzen Gelesen mit den Drogen, habe ich dann irgendwann mir in die Hose gemacht. Oder in die Hose gemacht Story. Oder in die Hose gepinkelt. Vielleicht habe ich auch alles drei gemacht. Eine Story über Hosen machen geschrieben. In die Hose machen. Oder ich habe mir ins Höschen gemacht. Oder aber... Teil 2 von Wie kann ich am besten noch Kacken verbauen? Aufpassen, für Leute mit reger Fantasie jetzt weghören, denn mein Blog wurde auch mit dem Suchbegriff ins Maul kacken gesucht. Ins Maul kacken. Warum? Ins Maul kacken. Direkt danach kommt einem so ein relativ rationales interessiert. Danach hat jemand, glaube ich, von den Pegida-Aktivisten gesucht. Mir mit dem schlechten Spruch kombiniert mit einem Messenger. Aufpasse. Ist der Ali kriminell? In die Heimat, aber schnell. WhatsApp. Hallo Pegida. Hallo AfD. Ihr sollt nicht nach meinem Blog suchen und ihr findet nicht das, was ihr sucht. Ist der Ali kriminell in die Heimat, aber schnell. Wer sucht denn so einen Scheiß? Ja, manche haben es dann auch einfach ein bisschen einfacher gehabt. Die haben dann nach jetzt Text gesucht und dann sich einfach jubel, jubel, freu, freu, gefreut. Und schließlich wieder ein wichtiger Spruch. Kaffee unser, der du bist in der Tasse. Karma fickt, Katze erschießen, Katzenmanga oder Katzen ficken. Und nur ficken und kacken die Baby ins Maul.
Lächle, denn das provoziert sie am meisten. Lachs-Comic, langer Pimmel, Lesben-Cartoon. Teil 3 aus Kacken. Lesben kacken sich an. Also, ein Hund kackt auf ein Baby. Männer kacken. Dicke Frauen kacken. Alte Omas kacken. Und dann kacken sich die Lesben auch noch gegenseitig an. Es ist eine reine Kackerei in meinem Blog. Es ist eigentlich ein Scheißblog. Es ist einfach nur ein reiner Scheißblog. Keiner will den Scheiß sich angucken. Lieber wollen sich Leute Lesben ankacken gucken. Geht doch alle mal Lesben ankacken gucken. Oh. Spiegel drucken. Steifer Penis in Unterhose. Das ist bei mir jetzt wirklich weg nach den ganzen Sachen. Stinkefinger-Comic. Auch mal wieder was aus der Kategorie nackt. Stromberg-Film nackt. Stuhlgang, wichtiges Thema. Ganz wichtig, darf man mir nie vergessen. Schließlich noch ein bisschen was mit Titten. Titten-Comic, Titten raus. Entschuldigung, ficken. Das war jetzt die mit Fragezeichen. Es gibt bei mir aber auch noch Entschuldigung, ficken. Dann hat jemand nach mir gegoogelt, unsympathischer Mensch. Unterhose ausziehen, in der Verbindung wahrscheinlich nicht beides zusammen. Dann wieder etwas, was ich nicht so lustig finde, ist Vergewaltigung einer Frau Comic. Habe ich nie eine Rezension zu gemacht. Dann kommt als nächstes, verrückt, ich, nee, das hätten mir die Stimmen noch gesagt. Schenkelklopfer. Vollbusig, was glotzt du denn so? Noch nie eine Prinzessin gesehen? Das ist mein Lebensmotto. Wen interessiert's? Wenn eine Frau dich Idiot nennt, wer die Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Wer hier klaut, stirbt. Wie fühlt sich eine Geburt an? Wie viel Wahnsinn steckt in dir? Dann eine wichtige Aussage, YouTube ist scheiße. Zeichentrickhund mit dreckiger Lache. Und das gönne ich mir vielleicht nach dieser ganzen Aufnahme mit diesen vielen Keywords. Das ist das letzte Keyword. Zigarette nach Sex. Leute, ihr seid alle total bescheuert. Das dazu. Aber ihr seid so liebenswert. Wenn ihr noch bis jetzt durchgehalten habt und die große Keyword-Show mitbekommen habt, dann möchte ich mich hier ein einziges Mal bedanken. Ich will beim ersten Video 50 Mal, ein einziges Mal für euren Support, für eure Aufrufe und für eure Aufmerksamkeit bedanken, die ihr mir schenkt, wenn ihr euch meinen Scheiß durchliest. Auch wenn ihr nach Lesben kacken sich gegenseitig an meinem Blog sucht. Ihr habt ihn gefunden. Ich beantworte euch alle lebenswichtigen Fragen rund um Stuhlgang und Tittenficken. Und deswegen gucken wir jetzt gemeinsam in die Zukunft, denn es gibt heute Abend, wenn ich es bis heute Abend geschafft habe, noch den Advent, den Nummer 4. Und dann ist das erstmal das letzte Video für 2014. Im Advent werde ich euch das auch schon wünschen. Ich kann euch das sagen, weil das Video vorproduziert ist. Das machst du! Ja, das mache ich. Und möchte euch trotzdem hier nochmal auf dem Weg alles Gute und frohes neues Jahr schon mal vorab wünschen. Einen guten Rutsch wünsche ich euch da. Ein schönes Weihnachtsfest. Ich gehe jetzt dann ungefähr wahrscheinlich über die Jahre in Weihnachts- und Neujahrspause. Von mir gibt es also über die nächsten Wochen keinen Content. Schaut aber mal nach dem neuen Geheimprojekt vom Steffen und mir. Das würde mich sehr freuen. Und ich knacke jetzt für euch hier, das habe ich jetzt gerade schon wieder aufgemacht, einen Glückskeks. Und das, was da drin steht, nehme ich mir für den Komiker dieses Jahr zu Herzen. Und es ist etwas Langes. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich verabschiede mich schon mal hiermit recht von euch mit dieser Weisheit aus meinem Glückskeks. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Komiker dieses Jahr. Ich hoffe, im nächsten Jahr wird es weiter so bleiben. Und ich freue mich schon auf 2015 mit dem Blog und dem Channel. Folgende Weisheit ist die, die für das nächste Jahr für den Komiker zutreffen wird. In der kommenden Zeit haben Sie finanzielle Erfolge, wenn Sie Ihre Aktion sorgfältig vorbereiten. Ich wusste nicht, was da drin steht. Guten Rutsch und frohes Neues. Euer Basti und bis nächstes Jahr.